Das ist der neue Audi S3. Optisch und technisch komplett überarbeitet. Es gibt zum Beispiel eine größere Bremsanlage, größere Lufteinlässe und einen neuen Grill, der nun flacher und breiter ist. Das hier ist die Limousine. Einen Sportback gibt es auch noch. Genauso wie neue LED-Rückleuchten und 4 Endrohre mit neuem Diffusor. Der neue S3 soll alles besser können als der Vorgänger. Also schauen wir mal. Neu im Drive Select das Dynamic Plus Programm. Ich sitze jetzt hier in diesem Audi S3 und S steht ja für schnell oder super oder beides. Dieses Auto ist schon etwas ganz Besonderes. Es gibt ja noch den RS3, der hat noch ein bisschen mehr Leistung. Aber mal zur Technik von diesem S3. Es gibt ja einen neu entwickelten Vierzylinder-Turbomotor und der leistet 333 PS, entwickelt so um die 420 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, hier gibt es reichlich Bums unten raus aus den Kurven beim Beschleunigen und das bringt schon sehr viel Fahrspaß. Diese 333 PS sind nach meiner Meinung eigentlich ausreichend. Der RS3, der hat dann so um die 400 PS, aber auch das hier bietet reichlich Fahrspaß. Ein Wort zu dieser neuen Fahrwerksentwicklung. Also man kann mit einem Auto nur so sehr sicher Fahrspaß erleben, wenn man eine gute Balance hat. Das heißt, man braucht eine sehr gute Gewichtsverteilung. Und dieses Auto ist mit einem Allradantrieb ausgerüstet und das sorgt schon dafür, dass man eine gute Balance hat. Also das Auto ist im Drift immer, da ist der Drehmittelpunkt so hier. Und bei einem heckangetriebenen Auto ist das meist ein bisschen so. Und bei einem frontangetriebenen Auto schiebt das Auto über die Vorderachse. Hier ist die Balance wirklich gut und das vermittelt auch ein sehr sicheres Gefühl. Wenn man mal so mit Drift so um eine Kurve fährt, dann gibt es da so keine Zweifel, ob man das eigentlich hintereinander kriegt. Es hat hier eine Entwicklung gegeben an der Vorderachse. Die wurde jetzt ein bisschen versteift, was die Radträger angeht. Auch die Lagerungen für Motor- und Fahrwerksteile, die wurden überarbeitet. Die sind jetzt steifer. Da gibt es nicht nochmal Bewegungen in den Lagern. Das hilft auch, ein Auto sehr präzise zu lenken, zu fahren. Gerade wenn man in einer Kurve im Drift unterwegs ist, dann braucht man kein Auto, das noch so Eigenbewegungen hat. Hier ist das absolut top. Top ist auch das Cockpit, was das Design, die Materialien und die Sitze angeht. Besonders ist auch die Akrapovic-Abgasanlage. Der Sound ist perfekt. Sie sieht gut aus und ist nicht zu laut. Obwohl er ein Sportler ist, so zeigt er sich optisch eher ein wenig zahm. Warum wurde der S3 nochmal so umfangreich optisch und technisch verbessert? Also erstmal ist der S3 unser sportlichstes Fahrzeug im Portfolio, das wir haben. Und insbesondere die Audi DNA wollte man da explizit nochmal nachschärfen. Wir haben vorne mehr Motorleistung, mehr Drehmoment gegeben, aber auch zum ersten Mal ein Torx-Splitter mit eingesetzt, bekannt aus dem RS3, den wir jetzt in den S3 hier übergeführt haben, um einfach mehr Hecklastigkeit auch mit anzuführen und einfach noch mehr Dynamik in den S3 mit reinzubringen. Und ich glaube, wenn wir im Oman, wo wir schon gefahren sind, da jetzt da rückbesinnen, ich glaube, da haben wir ordentlich Spaß und das ist uns auch gelungen. Der Torx-Splitter wird im Modus Dynamic Plus aktiviert und sorgt für reichlich Fahrspaß, weil die Fahrerassistenten nur teilweise helfen. Also man hat auch die Hinterachse überarbeitet. Es gibt jetzt hier einen Torx-Splitter. Das ist eigentlich eine Drehmomentverteilung. Und das System funktioniert eigentlich relativ einfach. Bei der ersten Ausgabe hatte man hinten eine kleine Kupplung an der Hinterachse, die das verteilt. Jetzt sind zwei im Einsatz. Und das Ganze ist natürlich elektronisch gesteuert und funktioniert deshalb auch sehr professionell und sehr genau. Also ich bin immer wieder überrascht, wie gut das funktioniert. Der Torx-Splitter wird im Modus Dynamic Plus aktiviert und sorgt für reichlich Fahrspaß, weil die Fahrerassistenten dann nur teilweise helfen. Das kurvenäußere Hinterrad wird bis zu 100% des Drehmoments der Hinterachse versorgt. Durch das dann durchdrehende Rad sind Superdrifts möglich, die darüber hinaus sehr gut zu kontrollieren sind. Ich fahre hier sehr dicht an der Kamera vorbei. Der Speed liegt bei ca. 100 Stundenkilometern, aber zurück zu meinem ungetarnten S3. Also es gibt hier ein 7-Gang-Automatik, ein DSG-Getriebe
Und damit ist man in der Lage, auch sehr schnell zu fahren. Und wenn man dann hier Dynamic Plus gewählt hat, dann wird das ganze Motorsystem ein bisschen schärfer. Auch das Getriebe wird ein bisschen verändert. Die Schaltzeiten verkürzen sich. Und das ist ganz gut. Wenn man in der Kurve natürlich einen Schaltvorgang hat, dann bremst das Auto eigentlich ein bisschen ab. Hier wird so schnell geschaltet, dass ich diesen Bremsvorgang nicht habe und das Auto dabei nicht unruhig wird. Und das ist sehr positiv und sehr professionell gemacht. Tja, diese Testfahrt ist nun mal zu Ende mit dem Audi S3. Ich muss sagen, ein super Sportler für relativ wenig Geld, denn das Basisauto als Limousine kostet 56.400 €. Mir hat er Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Also bis dann.